Hi, hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich nehme dich heute mit auf meine duftende Renovierungsreise und zeige dir meine fünf besten Lifehacks zur duftenden Renovierung. Wir haben hier ein Haus gekauft und sind fleißig am Renovieren, wollen hier dann geistige Wirbelsäulenaufrichtung anbieten, Duftyoga, Gong-Meditationen und da soll natürlich alles schön, angenehm sein, gut riechen. Und dafür habe ich schon mal hier fünf Öle gerichtet. Purification, Thieves, Energy, Abundance und Penaway. So, jetzt verrate ich dir mal meinen ersten Tipp. Wenn du streichst, verfugst mit Silikon, dann riecht es ja immer so unangenehm nach Essig. Und deshalb habe ich hier Diffuser aufgestellt. Da kommt Purification rein. Purification neutralisiert die schlechten Geruchsmoleküle und bringt einfach einen frischen Duft. Und es macht viel mehr Spaß zu arbeiten, nicht in so einem Mief, sondern in einer frischen Umgebung. Und es motiviert und macht einfach Spaß. Und es ist schön, wenn man dann einfach nicht so diese Farbgerüche oder Silikongerüche in der Nase hat. Ja, dann mein zweiter Tipp. Thieves. Wenn du was neu kaufst oder renovierst oder umziehst, dann musst du ja auch mal putzen. Und da ist es ja oft so, dass man da zu irgendwelchen Reinigern greift und gar nicht weiß, was da so drin ist. Du atmest dann die Dämpfe ein, das ist schon mal ganz schlecht für die Lunge. Oder wenn du kleine Kinder hast, Babys oder Haustiere, die krabbeln auf dem Boden rum, nehmen dann über die Pfoten oder über die Haut dann einfach diese ganzen chemischen Substanzen auf, die auf dem Boden sind. Und deswegen ist es ganz wichtig, einfach chemiefrei zu leben und chemiefrei zu putzen und zu reinigen. Und es geht eigentlich auch ganz einfach, indem du einfach nur Wasser nimmst, ein bisschen Natron, das löst einfach schmutzige Stellen oder Verkrustungen. Du kannst ein bisschen Schmierseife nehmen und dann einfach Thieves. Und wenn du möchtest, auch noch ein bisschen Essig, der löst auch ganz gut. Da muss man nur aufpassen, auf welchen Oberflächen man das anwendet. Und Thieves neutralisiert einfach alles, macht einfach alles frisch, duftend und man fühlt sich wohl. Und ja, es ist ein angenehmes Gefühl. Du weißt, du nimmst keine Chemie auf. Und das ist ganz einfach. Hier in den Putzeimer habe ich hier schon mal vorbereitet. Mache ich jetzt einfach hier ein paar Tropfen Thieves rein und schon weiß ich, okay, ich kann mich hier wohlfühlen und es wird ganz viel neutralisiert, was hier noch so rumschwirrt und rumklebt und es bringt auch einen ganz tollen frischen Duft mit rein und ich kann dann unbesorgt hier die Babys krabbeln lassen oder die Haustiere auf dem Boden krabbeln, laufen lassen und die nehmen ja oft dann Leckerlis auf oder kleine Kinder stecken alles in den Mund und da ist es einfach ganz wichtig, dass man darauf achtet, dass es eben chemiefrei ist. Also mein Tipp zum Putzen, mach so einfach wie möglich. Es gibt auch einen fertigen Thieves-Haushaltsreiniger, aber du kannst es auch selbst machen. Machst ein paar Tropfen ätherisches Öl rein und schon hast du deinen Reiniger fertig. Ja, dann ist es natürlich anstrengend, so Renovierungsarbeiten. Da braucht man Energie. Und da kommt dann auch schon das nächste Öl, Energy. Eine ganz tolle Mischung, wenn du den ganzen Tag gearbeitet hast und einfach schlapp bist und am liebsten aufhören würdest, aber doch noch gerne weiterkommen. Da machst du dir einfach Energy in den Diffuser. Das bringt dir wieder ganz viel Energie zurück, Freude, Lebendigkeit und du kannst noch mal eine Stunde länger einfach durcharbeiten und bist hinterher total happy, dass du es geschafft hast. Probier es mal aus. Es riecht toll und es bringt einfach wieder Schwung und Motivation und lässt dich noch ein bisschen weiterarbeiten. Ja, mein nächster Tipp ist Abundance. Abundance nehmen wir jetzt mal mit. Ich bin hier gerade am Streichen. So sieht hier die Decke aus. Und es soll alles mal hell und freundlich werden. Und ich versuche das natürlich so chemiefrei wie möglich zu machen. Deswegen habe ich so einen Bienenwachs besorgt.
Und da mache ich jetzt einfach ein paar Tropfen Abundance rein. Und das Geheimnis dahinter ist, dass es einfach einen natürlichen Magnetismus besitzt und einfach die Fülle in das Leben holt. Und wenn ich jetzt hier mit der Farbe das Haus streiche, dann ist hier eine ganz andere Schwingung, eine ganz andere Energie und es zieht dann einfach die Fülle hier in das Haus. Und deswegen ist es ganz toll, einfach hier so ein paar Tropfen Abundance zu nehmen. Dann haben wir hier die Farbe. So. Und jetzt einfach hier so ein paar Tropfen Abundance in die Farbe mit rein. Alles umrühren. Und dann können wir hier loslegen mit weiter streichen. Schnappe ich mir hier mal die Farbe. Und schon geht es hier weiter. Und jetzt wird dieses tolle Öl und dieser Duft und diese Fülle wird hier überall im Haus einfach verbreitet. Ja, und wie du schon siehst, ist es total anstrengend, den ganzen Tag über Kopf zu arbeiten, die Decke zu streichen. Da ist man nach ein paar Stunden fix und alle. Und dann komme ich auch schon zu meinem letzten Tipp. Hoppala. Leitern sind immer gefährlich. Immer schön aufpassen beim Stehen auf der Leiter. Mein letzter Tipp für heute. Panaway. Nachdem ich jetzt die ganze Zeit gestrichen habe, merke ich total, oh, meine Arme werden total schwer, der Nacken ist verspannt, die Schultern tun weh und ich habe einfach kaum noch Kraft, meine Arme immer so in die Höhe zu halten. Und deswegen nehme ich mir Panaway, aktiviere das hier dreimal rechtsdrehend und verteile das hier überall im Nacken, auf meinen Schultern, auf meinen Armen. Und ich habe auch festgestellt, wenn man den ganzen Tag auf der Leiter steht, dann tun einem auch abends die Füße total weh. Deswegen mache ich mir abends auch noch die Fußsohlen mit Panaway, bevor ich ins Bett gehe und bin dann am nächsten Tag wieder fit und frisch fürs Weiterstreichen. Ja, ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren. Falls du auch was zu renovieren hast, besorg dir unbedingt die Öle, damit macht es viel mehr Spaß. Wenn du mal ein Öl riechen möchtest, schreib mich gerne an. Ich schicke dir duftende Post. Unter dem Video sind die Öle verlinkt, wo du die herbekommst. Und ich würde mich freuen über ein Like. Und wenn es dir gefällt, dann abonniere doch den Kanal. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann, ciao.